Wir sind jetzt in Thailand. Ich bin hier vor 3 Tagen angekommen. Anne ist auch da. Die filmt mich gerade. Und um euch zu beweisen, dass ich in Thailand bin, habe ich jetzt gerade das ekligste von dem Stand hinter mir gekauft, was man so essen kann. Und um euch zu entertainen und auch mal neue Sachen auszuprobieren, man muss ja auch mal was Neues probieren, werde ich jetzt diesen Skorpion essen für euch. Anne hat den Auftrag auszumachen, wenn ich brechen muss. Meine Hand zittert auch ein bisschen. Ja. Bus-Terminal in Bangkok und, ja. Und wir fahren jetzt nach Rangnong, das ist im Süden, über Nacht. Und wir haben hier kleine Blankies, ein Kissen und Wasser und einen Fernseher. Und das Ganze sieht sowieso ein bisschen kitschig aus, aber wir sind optimistisch. Wir haben schlimme Sachen über die Fahrer gehört. Der fährt jetzt, glaube ich, die ganze Nacht durch. Das ist nicht ganz so beruhigend. Aber ja. Der sieht jetzt schon müde aus. Ein Kind und müde. Das ist keine gute Kombination. Ja, wir melden uns dann wieder aus Rangnong. Hoffentlich. Wir haben Rangnong heute Morgen sicher erreicht. Jetzt sind wir auf einer Fähre. Nee, Pan Yam oder so. Irgendwas. Ja. Aber jetzt fängt sie gerade mal so schön an zu reden, weil ja die Regenzeit ist. Das ist eine Sicherheitsvorname. Sicherheitsvorname.
So, wir sind jetzt hier auf dem See. Ist das eigentlich okay für dich, wenn ich dich mit auf YouTube raufpacke? Ja. Gut. Ich habe gerade Anna's Erlaubnis eingeholt, sie auf YouTube hochzuladen. Wir paddeln gerade. Und können auch noch mal die Landschaft hier genießen. Von einer anderen Perspektive. Und vor allem ohne die ganzen anderen Touristen. Und die ganz anderen Deutschen. Und die Kreisen. So wie der Deutsche ist echt leider ein bisschen schade. Kollision! Nein! Eins geht raus. Entschuldigung. Was habe ich gesagt? Ruhe genießen und so. Ruhe genießen auf unserer roten Insel. Ja, fetzt auf jeden Fall. Ich habe mal festgestellt, dass immer wenn ich euch erzähle, wo wir gerade hinfahren, ich auf einer Fähre bin oder im strömenden Regen oder auf einem Auto, wo man mich überhaupt nicht versteht. Und deswegen mache ich es jetzt mal vorher. Wir gehen jetzt nämlich mal wieder bei der Fähre nach Koh Phi Phi. Auf Koh Phi Phi wollen wir schnorcheln. Und ich melde mich dann wieder von da. Wie ich ja schon meinte, sind wir mit der Fähre nach Koh Phi Phi gefahren. Und wir sind jetzt hier heute Morgen auf einen Viewing Point gekraxelt. Und ich wollte euch mal an der Aussicht teilhaben, weil die wirklich total schön ist. Da hinten waren wir gestern baden und haben uns ein bisschen verbrannt. Und das da hinten ist Naturschutzgebiet. Ist auch schon wieder super windig. Natürlich, jetzt wo ich rede. Hier unten ist so der Hafen, die ganzen Hotels. Da hinten geht das Naturschutzgebiet weiter und ist ein anderer Strand. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen hier rumlaufen. Und heute Nachmittag wollen wir dann noch schnorkeln. Wir wollen schnorcheln gehen. Heute Nachmittag wollen wir noch schnorcheln gehen. Es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön hier, wie man sehen kann. Und morgen werden wir dann wieder zurück aufs Festland nach Krabi, weil wir in ein paar Tagen auf einer anderen Insel, auf Koh Phangan, sein müssen, weil wir da ein Hotelzimmer gebucht haben, weil da ist nämlich die Full Moon Party. Und wenn schon mal eine Full Moon Party ist, dann wollen wir die natürlich auch mitnehmen. Ja, darum geht es morgen schon wieder zurück. Was Lustiges ist passiert? Nee, eigentlich ist es überhaupt nicht lustig. Wir sind hier so durch die Straße spaziert und fanden dann Wyoming. Und Wyoming wurde heute einfach gestern Nachmittag haben sie uns gesagt, wurde sie ausgesetzt. Und ja, zuerst hatten wir Milch gekauft, die hat sie dann nach einer halben Stunde auch getrunken. Dann mussten wir sie aber zurücklassen, weil wir nicht wussten, ob wir sie mit in unser Hostel nehmen können. Wir haben auch im Internetcafé nach einer Rescue-Station gesucht, sowas gibt es hier natürlich nicht. Ja, und unser Hostelbesitzer hat uns aber gesagt, dass wir sie zum Tempel bringen können. Und jetzt laufen wir gerade mit Wyoming zu einem Tempel. Und dann werden die Mönche und Nonnen auf ihn, sie aufpassen. Ja, und dann haben wir das Beste für den kleinen Fellball hier getan, denke ich. Ach ja, das ist noch ihr Essen. Milch mit... mit Pellets. Das ist der Tempel, zu dem wir geschickt wurden. Wir waren hier auch schon mal. Und da hinten, sieht man jetzt nicht, leben die ganzen Mönche. Und die kamen auch gleich raus und wir haben erklärt, dass wir die Katzi gefunden haben und dass wir gehört haben, dass sie die nehmen wollen. Und er meinte so, ja klar, dann habe ich jetzt zwei Katzen. Dann haben sie die Katzi genommen und die Milch genommen. Wir haben uns heute einen Roller gemietet und haben es nicht zu den Touristenattraktionen geschafft. Aber wir haben einen anderen ganz schönen Ort gefunden, von dem man übelst weit über den Urwald gucken kann. Da hat man auch ein paar Berge.
Und wir sind jetzt auch gerade ganz glücklich, dass wir den Ort hier gefunden haben. Es ist nämlich echt voll schön hier und kein anderes hier, außer Buddha. Buddha ist hier. Also so eine kleinen Sachen kann man dann doch auch noch entdecken hier, wo man dann auch mal alleine ist. Das ist auch ganz schön. Ein Mangrovenwald. Wo bin ich hier gerade? Ich bin hier gerade beim St. Louis Hospital, weil es mir seit einer Woche total scheiße ging. Und jetzt habe ich gerade Antibiotika bekommen und habe das alles mal abklären lassen, weil morgen geht es ja weiter nach Kambodscha. Und ja, da wollte ich mich nicht noch eine weitere Woche total schlapp fühlen und irgendwie mir immer Sorgen machen, was ich esse und was nicht. So eine schlimme Krämpfe immer am Magen, wenn ich was gegessen habe. Das ging gar nicht. Und ja, ich bin jetzt versorgt. Morgen kann es nach Kambodscha gehen. Alles richtig gemacht, hoffentlich. Und mein Arzt war auch total nett. Ja, so kann man halt auch mal einen Tag in Bangkok verbringen. Geht man mal ins Krankenhaus. Die Straße hier ist auch sehr eng. Hallo, Taxi. Hallo, no, thank you. Also so spazieren gehen kennen die in dem Land hier nicht. Wenn man weiß es, oder halt weiß es, wenn man wie ein Tourist das sieht, dann sollte man aber auch schon sich ein Taxi nehmen, ne? Ist ja klar. Ja, so jetzt werde ich die Anne noch abholen. Wir müssen heute noch übelst viel Zeug leider erledigen. Wir brauchen noch Passfotos für unser Visum. Wir brauchen noch Dollar, US-Dollar für unser Visum. Das muss man jetzt alles noch erledigen. Und Anne liegt halt auch flach. Das ist so gerade voll der Durchhänger irgendwie. Anne hat eine fette Erkältung und ja, ich hoffe, wir kriegen das heute noch gebacken. Dollar für die kambodschanische Grenze. Check. Anne und ich sind jetzt hier in unserem Hostel. Noch für eine Nacht in Bangkok. Wir schlafen da oben unter dem Dach. Aber das war jetzt nicht das Spektakuläre, was ich euch zeigen wollte. Ist nämlich voll schön. Wir hatten hier das ganze Haus für uns alleine, was wir gar nicht erwartet haben. Das ist gerade irgendwie auch mega entspannt. Hallo. Hier haben wir voll schöne Toiletten. Unsere Dusche. Ist ja alles so voll nett gemacht mit diesem Holz, finde ich. Und das Schönste ist aber eigentlich, dass wir hier die große Area für uns alleine haben, wo man auch raus auf die Straße gucken kann. Hier haben wir gerade schön noch Fischi gegessen, versuchen wir gesund zu werden. Es ist 7:30 in Bangkok. Wir sind jetzt schon fast in Kambodscha. Nur noch wenige Schritte. Aber ich meine, die spinnen doch die Teile. Der blaue Robbe.